aber ich habe es eigentlich nur, keine Ahnung, eine Kampagne halt durchgespielt. Mehr. Achso, wir sind schon fertig. Ah, gut. Mehr war da eigentlich auch nicht. Gut, halt ein bisschen Multiplayer, aber das wissen vielleicht ein oder andere, dass mir der Multiplayer von Battlefield nicht so gefällt wie der von Call of Duty. Ja, viel Spaß beim Haten unten in den Kommentaren. Roman, ja, bis dann. So, probieren wir es jedes Mal wieder hier und meistens vergeigt. Ja, ich hab's schon wieder vergeigt. Naja. Dürfte kein Problem sein. Oh, das probiere ich jedes Mal wieder, wenn ich dieses Rennen hier fahre. Und vergeigt so oft. Eigentlich immer wieder. Ah, Junge! Dem Auto kannst du schneller fahren. Aber ich weiß, dass du ein bisschen gasscheu bist, deswegen möchte ich hier das Auto von dir haben. Ey! Das ist eine Kurve! Keine Straße, wo drauf steht Dead End oder so. Wrong Turn, Dead End. Nur mal so nebenbei erwähnt. Dead End, Wrong Turn 2. Ey, ich muss mir mal wieder Hills of Ice anschauen. Hä? Aber ein 2er. Ja. Wobei ich ein 1er noch gar nicht gesehen habe, fällt mir gerade ein. Ach du Scheiße. Ja, soll ich vielleicht den mal anschauen? Sollen wir es riskieren? Ja, wir riskieren es. Und ist er? Nein, ist er nicht. Naja. Und willkommen bei der Abkürzung. So. Und bald haben wir es geschafft, dann sind wir, ich sag immer Level, das heißt, wenn ich mal mich nicht korrigieren sollte und ich sag, wir sind dann bald Level 8 oder so, dann meine ich natürlich Platz Nummer 8 bei der Blacklist. Also, Level ist gleich das. Ja. Naja. Allerdings kann es auch sein, dass ich mit Level dann mein Verhandlungslevel meine. Können wir hier die Abkürzung nicht verpassen, es wäre ja schlimm hier. Fährt echt auch bei der Abkürzung, ja, Wahnsinn. So, und da sind wir durch. Einen epischen Kill noch. Naja, sieht ein bisschen verbremst aus vorne, aber ich denke, der Lack wird schon halten. Hoffen wir mal. So, schreiben wir jetzt das hier auf, da würde ich sagen. Weiter geht's. Glückwunsch, ja, ich weiß, dass ich der Beste bin. Ah. Let's play Most Wanted. Nummer 15. Wir nehmen das da. Wunderbar. Einen Moment bitte. Das. Und ja, wunderbar, das passt schon. Perfekt. So, einmal kostenlos im Knast. Das werden wir wahrscheinlich selten brauchen. Jetzt kommt erst wieder ein Video. Nachdem ich natürlich dann hier, oder? Ne, müsste dann meist von alleine losgehen. Ah, oder auch nicht. Dieser Spinner zieht die Bullen magisch an. Die Blacklist nennt ihn nur Taz. Er hasst die Cops und die Cops hassen ihn. Halt dich besser von ihm fern. Wie soll ich das machen, wenn ich gegen ihn ein Rennen fahren muss, du Vollidiot? Er treibt sich auf den Straßen von Rosewood herum und sucht nach Anfängern. Ja, so spannend kann es sein. Zum Weiterfahren. Ja, neue Wagen und Teile. Nach
nachdem du Sonny geschlagen hast, sind die Shops in der Stadt mehr als bereit, dir mit Teilen und Upgrades für deinen Wagen zu helfen. Und da echt ein Anruf für mich. Bis gleich. Ja, Gott sei Dank war es fast sowas wie Gott, also der darf mich dann anrufen. Bla bla bla, überleg dir gut, wie du dich entscheidest, denn Geld ist nicht immer leicht zu verdienen. Mach dir einen Plan, welchen Wagen du willst und welche Upgrades du brauchst. Ich brauche alles, ja, und alle Wagen, ja, natürlich. Du wirst nicht alles kaufen können, ey, von wegen, und geh nicht davon aus, dass du mit einem Serienwagen eine Chance hast, ey, ja, was ist das vor mir da, hier? Ah, muss man noch was reden. Hör gut zu, ich erkläre das nur einmal. Wenn du gegen einen gelisteten Fahrer antrittst, hast du die Chance auf seinen Fahrzeugschein. Haben wir bekommen. Wenn du gewinnst, kannst du die zwei Symbole wählen. Die Symbole stehen für also zum Beispiel Teile oder einen Gefallen von den Cops. Auf diesen Gefahren könnte ich manchmal gut verzichten. Für eines der Symbole kriegst du den Fahrzeugschein. Musst nur Glück haben und das Richtige aussuchen. Einfach, oder wir werden sehen. Ja, ich hab's gesehen. Tess stellt Bedingungen. Tess hat mir gerade eine Liste der Rennen und Meilensteine geschickt, die du gewinnen musst, damit du mit dem um seine Position in der Blacklist fahren kannst. Tess ist ein Anfänger und du wirst also beweisen müssen. Ah, ist kein Anfänger. Also was überliest man gerne mal. Dass du bereit für ihn bist, indem du Rennen gewinnst, die Meilensteine reißt und mehr Kopfgeld von dir von der Polizei erhältst. So, tschüss. Also ich finde, das ist ein Serienwagen und mit dem sind wir super klar gekommen hier, oder? Was meint ihr? Einmal umdrehen und hinein. Also nach oben. Nach oben? Da? Oben? Enter? Zack. WTF, wo ist denn bei euch oben hier? Ach, leck mich. Das konnte ich noch nie leiden. So, speichern. Ja, schon, aber das war jetzt eigentlich noch unnötig, denn wir brauchen erst Nummer 2, den wir jetzt hervorragend freigeschalten haben. So, wunderbar. Nach 3% der Karrierenfortschritt. 22.800 Kopfgeld und 13.500 Kohle. Ist ja Wahnsinn, oder? Und auf den Aussichten auf den nächsten Blacklist-Fahrer verabschiede ich mich für diese Aufnahmesession. Bis zum nächsten Mal. Euer Hodenkrebscreme. Ciao. Hi, ich bin Josie Maron. Heute spielen wir Need for Speed Most Wanted. Ja, hallo und herzlich willkommen. Hier ist euer Hodenkrebscreme bei einer neuen Aufnahmefolge-Session von Need for Speed Most Wanted. Ja, wir stehen ja hier kurz vorm Karrieresieg. Karriere fortsetzen. Letztens haben wir ja den Platz 15 erfolgreich erobert. Dann würde ich sagen, ist doch jetzt mal an der Zeit, hier ein bisschen auf die Nummer 14 zu gehen. Und ich würde mal sagen, wir fangen mal gleich mal mit einem kleinen Sprint an und es wird wahrscheinlich ein Tutorial kommen. Also bis gleich. Denke ich mal. Nicht mal, okay. Sprint erklärt sich dann anscheinend von selber. Ich weiß gar nicht, wie ein Sprint funktioniert. Ich glaube, da muss man 4 Runden fahren und wer bei der letzten rausfliegt, hat gewonnen. Naja, war ein Versuch wert. So. Dann legen wir mal los hier. Mit unserem neuen Auto, das hier wesentlich besser geht als das alte. Und, oh Gott, schwarz auf die Seiten zu fix. Du mit deinem schwulen Mercedes kannst dich auch mal verpiesen. Wow! Oh. Und wisst ihr was, ich habe irgendwie voll das Gefühl, dass der Audio, dass da eins weiter runter muss. Leistungstunen, Aerodynamik, immer mal ganz auf Plus. So, ja, läuft doch gleich viel besser hier. Viel besser, ein viel besserer Start. Super weggekommen. Eigentlich genauso wie vorher. Aber jetzt mit dem genauen Wissen, dass die da vorne ein bisschen blöd fahren werden, wir schön dran vorbeifahren können und jetzt auch keine Probleme mit einem LKW haben werden. So. Oh oh, da werde ich uns hier jetzt anrennen. Ah, mit Nitro oder mit NOS hätte man natürlich das schön ausgleichen können. Aber leider haben wir das noch nicht. Aber eigentlich brauchen wir es auch noch nicht.
Nicht wirklich zumindest. So. Da holen wir uns mal kurz den Verfolgungsstopper, vielleicht hilft's was. Oh, ich bin nicht die Abkürzung gefahren. Oh. Ach so, ja, nee, da hätten wir so scharf rechts fahren müssen. Na gut, dann passt schon. Und ich dachte schon. Verpiss dich. Oh, der eine holt ganz schön auf hier. Ich vermute mal, der Verfolgungsstopper hat deswegen nichts genutzt. Diesen Kreisel dürft ihr euch gut merken, den werden wir noch öfters fahren. Vor allem, wenn wir Kopfgeld brauchen. Und da brauchen wir noch viel. Grob aufgerundet noch 10 Millionen. Irgendwas mit 20.000 haben wir ja schon. Piss dich, du Gegner. So. Perfekt reingekommen. Und jetzt nur noch schön das Rennen nach Hause fahren, am besten links anrennen. Mit 3 Sekunden Vorsprung dürfte das eigentlich kein Problem sein. Wie gesagt, außer wir rennen wo an. So, ja, gut. Schon sind wir wo angerennt. Dürfte aber auch noch nichts machen. Nee, das passt noch. Gut. Und schon haben wir das erste Rennen mit unserem VW Golf gewonnen. Mit dem schönen Kennwort-Aufzeichen. Mal sehen. Gleich mal ein schönes Bild hinknipsen. Wunderbar. Yo, hier ist Rock. Fahr zu einem Shop, wenn du Teile brauchst oder einen neuen Wagen willst. Die wissen, dass du ein Freund von mir bist. Geht also alles klar. Check mal deine Karte. Wisst ihr, was mir gerade aufgefallen ist? Lest mal quasi Betreff durch. Fall du Teile brauchst, fehlt da nicht irgendwo ein S? Fehlt da nicht irgendwo ein Captain? Ja. Naja, deutsche Sprache, schwere Sprache, oder? Ah, geht mir genauso, keine Angst. Nein. Nubik. So, Nummer 1 fertig. Das werden wir auf keinen Fall fahren, wir werden uns das noch schnappen, wohl wir werden dann wahrscheinlich auch noch einen Rundkurs fahren, minimal und 12. Ja, wir werden das noch nehmen müssen. Machen wir das gleich, dann haben wir es hinter uns. So, perfekt hingestellt, warum sie es immer so kompliziert machen müssen, ey, was der Sprit verbraucht, ey. Wahnsinn! Oder da rechts ist es, könnte man auch meinen, das ist ein ganz normaler Serienwagen. Den er sich irgendwo beim Autohändler mal kurz, ey, zusammengestellt hat. Das war so nicht geplant, dass ich so weit rausfahren muss. Ja, servus. Und eigentlich mein Lieblingshighway, könnte man sagen. Weil da ist immer so die perfekte Strecke da vorne links, weil da das kürzer ist und dann hier wieder rechts rüber. Wegen Gegenverkehr und so. Wobei die das genau andersrum machen. Aber ich finde, da ist es gegen. Es ist schwieriger, dem Gegenverkehr auszuweichen. Der ab und zu tatsächlich mal kommt. So, ja, schon fast 5 Sekunden Vorsprung. Jetzt werden wir abheben. No, aber keine Videosequenz, dafür waren wir noch zu langsam. Ja, ist die Zeit, die verrinnt hier ganz schön schnell, die wir als Vorsprung mal hatten. Servus Auto. Gut. Ja, wächst wieder der Vorsprung. Und da ist Runde 1 auch schon fertig. Der eine hat sich dabei irgendjemanden abgeschossen, ist nicht mein Problem. Das fand ich bei Underground immer so cool, wenn sie da bei dieser einen Strecke, wo in der Mitte man so unten durchfahren konnte, haben sich so oft welche, wenn du ganz normal, also leicht gespielt hast, glaube ich,
haben sie sich so oft da an diesem Pfosten abgeschossen. Er so. Subscribe.